was haben wir jetzt? Wieder King of the Hill, okay. Zeitlimit 10 Minuten, damit er ja so viele Möglichkeiten hat, jemanden zu killen. Das ist typisch Markus. Ja, der kann ja nichts. Wenn der kein Auto hat, kann der sowieso nichts. Wer schmatzt da? Ich höre es auch, ich weiß es nicht. Ich bin es nie. Schon wieder diese scheiß Karabiner, ey. Ganz ehrlich, das nervt die Dinger. Karabiner ist geil. Nee, beim nächsten Mal nehmen wir Pfeil und Bogen, da haben wir eine realistische Chance. Das wird der auch noch schaffen. Da fällt der wieder ein Auto, überfährt alle. Denkst du? Ich treffe nichts, ne? Ich komme nicht mal über den scheiß Zaun. Ja, aber aus dem Busch kommst du, weißt du? Ich meine, mit Büschen kennst du dich aus, aber... Musst du gerade drehen, du Blinse. Ich hab schon wieder irgendwelche Ziele, Alter. Stopp erstmal. Da war wieder dieser unerbittliche Kevin. Verdient, zu Recht. Ach nee, ernsthaft. Weißt du, da steht ja der Abstauber, weißt du? Der holt sich dann die letzten Zentimeter noch der Lebensleiste. Ja, er holt sich nur die letzten Zentimeter. Ja, der holt, ja. Ja, ja, mit wenigen Zentimetern kennt er sich aus. Oh, ich werde ja aus zwei Seiten beschossen. Ja, ja, aus drei! Von hinten genommen. Ja, okay. Ich liebe es nicht von hinten zu nehmen, also zumindest ein Charakter. Du Arsch. Ich sag, Junge, das war nichts, wenn du mich nachladen musste. Sonst hättest du keine Chance gehabt. Wo willst du denn hin? Mann, nein! Lass du mal bitte meinen Koks in Ruhe. Alter, Kevin, schon wieder von hinten. Was ist falsch mit dir? Ja, Vorsicht, er dachte, du magst das. Vorsicht, explosive Ladung von hinten. Wisst ihr? Aber. Sven BH hat mich erschossen. Von mir sich freut, kann ich. Da steht ich war kurz davor! Da macht der Urlaub im Pool! Da macht der Urlaub im Pool, der Sack! Warum leuchtet das da hinten rot? Muss man die da abgeben? Nein. Du musst das halten. Hä, ja. Aber warum ist das so rot? Gib das Hand frei! Na na na. Na 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 na. Alter, ich musste nachladen, Markus! Hab doch mal Mitleid mit der Frau, das kann doch nicht wahr sein. Überhaupt nicht. Jawohl, Doppelkill. Wie Enrico da einfach umkippt. Doppelkill, ja, wir haben uns beide geholt. Doppelkill. Ach, ernsthaft, da steht der immer noch da. Mann! Rau. Ja, das ist Sven. Sven, ja. Ja, Sven, ja. Ja, also auch keine Möglichkeit, sich irgendwo... Ich glaube, man kann einfach durch Bäume schießen. Da steht sie. Da steht sie da oben, die Svenja. War mir doch klar, hier irgendwo ist roter Punkt. Das ist nicht wahr, weißt du? Der campt die ganze Zeit an der gleichen Stelle. Weil ich auch gerade erst gespawnt bin, deswegen kann ja, ich auch campen. Ja, genau, du campst. Scheiß Camper. Na, ja, ist erfolgreich als du. Hä? Oh, ja, Mist! Hat sie nie gezielt, die blöde Schlampe! Und wie sie da liegt?
breitbeinig vor mir. Der nächste Camper. Hinter dem gleichen Baum wie eben schon. Von drei Seiten, Alter. Ja, komm. Ja, also durch Bäume kann man nicht durchfahren, aber durch Bäume kann man durchschießen. Nee, kann man nie. Du hast dich jedes Mal hin und her bewegt. Das war dein Fehler. Und auch dann hör auf zu heulen, Chantal. Kraftig. Doppelkill. Ja. Doppelkill. Nee, kein Doppelkill. Enrico hat damit drauf geprügelt, weißt du? Ey, wenn zwei sich erschießen, dann halte ich da raus. Ich höre schon wieder ein Auto. Markus, Finger weg von den Autos. Es gibt keine Punkte, oh, weil nie. Wenn du keinen Punkt eingenommen hast, dann kriegst du auch keine Punkte. Ganz einfach. Bestimmt wieder der Kevin, der mich hier über den Haufen schießt, oder? Nein, aus das weiß ich mal nicht. Das war diesmal Enrico, das war was Neues. Mit deiner scheiß Sushi-Rolle ver... Jetzt war es ein Doppelkill mit Markus. Jetzt war beide gefallen. Umgefallen. Ah, plumps gemacht. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich komme nicht vorbei. Das ist nicht wahr beim Nachladen, ey. Ja, ich habe keine Punkte. Keine Punkte, was? Enrico redet nicht mehr mit uns. Nee, das. Knatschig. Oh, wie ehrenvoll er da kniet. Ja. Ey, das war so klar. Markus, dreh mir doch nicht den Rücken zu. Ich hab mit dir nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich auf jemand anderen warten. Ach so, wem hast du dann den Arsch zugedreht? Wieder von hinten. Das magst du so doch. Ein Tiger. Geh mir nicht auf Eier, Alter. Der Busch hier hinten, ja, auf das geht mal und sagt, dass wir es mal rauslösen müssen aus dem Scheißding. Oh ja. Weißt du, den habe ich gerade noch geholt und dann natürlich Markus und dann steht das schon wieder am Ende da. Mann! Nein! Der war geil. Kevin, der war jetzt richtig edel. Ich hab da irgendwas gesehen. Moment, der kommt doch für einen Punkt noch auf mich zu. Und das Geile ist, wir stehen beide an derselben Wand. Nein, ich hab den Punkt gesehen. Ich hab gedacht, Moment, da läuft irgendwo ein Punkt E rum. Den holst du dir noch schnell. Ich hab gerechnet, dass du genau da um die Ecke stehst. Nö, war gerade mega zu Glück. Aua! Markus, machst du das etwa? Ja. Hopp, aua, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich hab dir nicht. Alter, ich bleib bei diesem scheiß Blumenkübel hängen. Nein, da war er wieder, der unerbittliche Markus. Ja. Ich sammle jetzt doch mal auf jetzt hier. Oh nee, herrlich. Mann,
Mann! Ey, du kannst nicht über den Busch hupen, das ist nervig. Was bin ich für ein Mann? Das halte ich doch mal raus, wenn sich Erwachsene totschießen. Normalerweise sagt man ja, man muss durch den Busch, nicht über den Busch. Ja, normalerweise ja. Der Maurus hat fängst mal mitgenommen. Wieso hole ich mir den? Weil manche Bäume schweben einfach in der Luft. Okay. Ach ja. Wieder ein Skorpion, war mir klar. Wenn ich irgendwie sterbe, ist jetzt hat Enrico irgendwie. Dritter, naja, mal hin. Immerhin ich bin Vierter. Ah, nur weil ich jedes Mal den scheiß Morgus vor mir hatte, die Blinse. Gott sei Dank. Ja, ich habe jedes Mal Enrico gehabt. Egal was passiert, wenn ich gestorben bin, war es meistens immer Enrico. Und bei mir war es immer noch Morgus, ich weiß auch nicht. Ich habe schon Markus geholt, ich krieg den meistens manchmal dann der Abstauber, weißt du. Ja, boah, ist wirklich ein schönes Pferd, also kannst du nicht meckern. Hatte was. Habe ich kurz Zeit aufs Klo zu gehen? Nein. Ja, warte mal ganz kurz, wirklich. Ja, ist gut, ja. Ach, einfach in den Maxi-Pad.